Hallo, Servus, grüß dich zu diesem kurzen, aber knappen und prägnanten Video. Wenn du IT-Dienstleister bist oder IT-Berater bzw. noch ganz am Anfang stehst, das heißt, du bist Freelancer oder bist schon länger Freelancer, aber möchtest dich jetzt quasi dahin begeben, dass du dir direkt Kunden suchst im Markt. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Viele wissen ja gar nicht oder haben gar nicht wirklich auf dem Radar, dass es ja zwei verschiedene, komplett verschiedene Arten von Freelancer gibt. Es gibt die Freelancer, die letztendlich Angestellte sind, die Rechnungen schreiben, ja. Und es gibt die Freelancer, die tatsächlich eigentlich schon Unternehmer sind, ja, nur halt einfach noch keine Angestellten haben. Oder sagen wir mal, ja, vielleicht in einem Pool, sagen wir mal, ein paar Kollegen haben oder sowas, wo sich teilweise die Arbeit teilen. Ja, das sind dann schon die ersten Stufen dahingehend, dass sie richtige Unternehmer werden. Also, und da dazwischen ist natürlich auch eine Phase der Transition, ja, ist ja ganz klar, ne? Weil du gehst natürlich nochmal ganz andere Risiken ein, wenn du quasi dich zum Unternehmer hinbewegst, aber hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dort nochmal mehr Geld zu verdienen. Das heißt, als Freelancer, ja, bist du normalerweise im Durchschnitt, ja, bei, ja, ungefähr knapp fünfstellig sowas, ja. Aber es kann auch natürlich weniger sein, je nachdem, welchen Skill-Level du hast. Ich rede hier meistens zu Experten-Level, denn wenn du noch kein Experten-Level hast in dem, was du tust, dann bist du auf meinem Kanal grundsätzlich mal nicht richtig, denn dann müsstest du quasi auf Kanälen dich schlauer machen, die dir Tipps geben, zum Beispiel zum, wie wirst du besserer in der Java-Programmierung oder wie bist du besser in der PHP-Programmierung oder wie wirst du besser beim Thema DevOps oder wie wirst du besser beim Thema Projektleitung oder, ja. Und wenn du dann diese technischen Skills hast und dann letztendlich dir einen Partner oder Tipps oder einen Partner oder Tipps suchst, ja, entweder kostenlos hier oder halt auch einen Partner mit ins Boot holen willst, langfristig für eine Zusammenarbeit. Wenn es darum geht, dein Marketing, dein Vertrieb aufzubessern, ja, dann bin ich der Richtige für dich. Also, und wenn du an dem Punkt bist, sodass du letztendlich sagst, okay, ich habe zwar das absolute Skillset, wo ich es rausverkaufen kann, also fünfstellig verdienen ist letztendlich nicht das Problem für mich alleine, aber jetzt möchte ich einfach diese Transition hingehen, wo ich sage, okay, ich möchte zum Unternehmer werden und dann vielleicht sogar eigene Mitarbeiter sourcen, ja, Juniors, Seniors und so weiter und dann ein richtiges Unternehmen draus bauen. Dann bist du hier auf dem Kanal richtig, okay. Also dem vorausgesetzt, möchte ich hier mal drei Tipps raushauen, wie du relativ schnell, relativ unkompliziert direkt im Markt eigene Kunden finden kannst. Ja? Und wenn du sagst, okay, das sind so geile Tipps, das möchte ich gerne beschleunigen oder ich brauche da einfach auch Unterstützung, auch operative Unterstützung oder jemand, der mich da auf dem Weg dorthin begleitet, dann such dir auf jeden Fall bei uns eine Strategiesession. Ja? Buch dir hier unten oder hier oben, je nachdem, wo du das Video siehst, auf LinkedIn, ja, auf Social Media oder halt auf Video, auf YouTube, ja, dann können wir dann uns ganz kurz mal unterhalten, eine halbe Stunde, ja, und dann schauen wir, ob wir da weiterkommen. Der erste Punkt ist LinkedIn. Also ich denke mal, dass in Deutschland ganz speziell nach wie vor, manchmal habe ich zum Beispiel Anfragen und dann habe ich Strategie-Sessions mit wirklich top, highly skilled, ja, also wirklich Softwareentwicklern, die irgendwie seit Jahren, also wirklich schon Senior unterwegs sind und dann schaue ich auf deren LinkedIn-Profil, wenn sie denn überhaupt schon ein LinkedIn-Profil haben und da haben sie vielleicht 3 Follower, ja, 10 oder 12 Kontakte, ja, oder sie machen noch auf Xing rum oder sowas, ne, eine Plattform, die wirklich vom Aussterben bedroht ist, ja, und da sage ich mir halt, okay, du hast das Potenzial von dieser Plattform überhaupt noch nicht erkannt. Es gibt keine Plattform da draußen, Status quo heute und auch wahrscheinlich in naher Zukunft, die näher an deiner Zielgruppe B2B dran ist wie LinkedIn. Aber auch ein Wort der Warnung, ja, bitte nicht drauf los scammen mit irgendwelchen vordefinierten Skripten von irgendwelchen großen Coachings und so weiter. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer wieder Kunden, langjährige Bestandskunden, die mir sagen, hey Thomas, heute hatte ich wieder 3 Anfragen von Mitbewerbern von dir und das waren komplett unterschiedliche Firmen, die hatten aber alle exakt das gleiche Skript, mit dem sie mich versucht haben, auf LinkedIn zu akquirieren. Ja, okay, da frage ich mich mal, okay, sorry, ich fühle mich echt
ich fühle echt sorry für euch, ja, weil ihr irgendwie so ein Coaching euch eingekauft habt in so einem Coaching, um dann Skripte präsentiert zu bekommen, die 5000 andere Leute auch verwenden. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Und dann auch akquiriert er natürlich auch noch alle die gleichen Kunden. Ja. Also, naja, gut. Dann das Zweite, wenn du da eben mehr erfahren willst, also LinkedIn, wir haben also eine riesige Akademie, eine riesige Datenbank an Informationen und Wissen bei uns in-house mittlerweile gesammelt. Also hier bitte dir unbedingt eine Strategie-Session buchen. Ja, allein nur zum Thema LinkedIn ist es schon wert. Zweiter Punkt ist, dass du Mut, also generell, das ist mehr so eine Glaubenssatz-Mindset-Geschichte, dass du einfach mutiger sein musst. Ich sehe es immer wieder, dass wirklich highly skilled IT-Experten einfach Skrupel haben, sich mit ihrem validen Offering, ja, einfach mal direkt beim Entscheider vorzustellen. Ja, die gehen dann immer irgendwelche Umwege. Und das ist, in sich ist es nur, was ist es? Okay, wollen wir mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Was genau hält dich zurück, direkt mit dem Entscheider zu telefonieren oder einfach mal in einen Pitch reinzugehen? Ja, in so eine Art Elevator-Pitch. Ja, du kriegst wahrscheinlich dann nur 10, 20, 30 Sekunden, aber das kann man auch üben. Ja, tun wir auch zum Beispiel mit unseren Kunden üben. Es hält dich, das Unterbewusstsein hält dich zurück. Warum? Weil das Unterbewusstsein ist darauf programmiert, rein auf Überleben. Okay? Also, das ist quasi Unterbewusstsein, redet mit deinem Bewusstsein und sagt, du gehst jetzt hier aus der Komfortzone raus, komm wieder zurück in die Komfortzone, Ja, warum? Weil dein Überleben ist gefährdet, wenn du da jetzt aus der Komfortzone rausgehst. Ja, also das ist das, was bei dir unterbewusst stattfindet. Und dann scheust du dich wieder davor, Dinge zu tun, die du nicht gewöhnt bist. Ja, also müsstest du erstmal wieder die Komfortzone erweitern, dann bist du das wieder gewöhnt, dann geht es weiter und so weiter. Und findest dann dafür Ausreden, wie zum Beispiel, funktioniert nicht, Kaltakquise funktioniert nicht oder irgendwie sowas. Ja? Oder ist sogar verboten und so weiter, ist totaler Quatsch, ja, im B2B. Ja? Wenn du es mit Maßen, wenn du es richtig machst, sind die ja sogar dankbar dafür, dass du dich dort vorstellst, weil die wissen ja gar nicht, dass es dich gibt in der Regel, ja, und dass du so ein geiler Programmierer bist. Ja? Also speziell, wenn du jemand bist, der wirklich gute Skills hat. Ja, schau aus deiner Komfortzone raus. Es ist nicht immer einfach, weil eben wir durch unser Unterbewusstsein eben programmiert sind. Aber da auch helfe ich den Leuten, ja, Schritt für Schritt. Es geht nicht von heute auf morgen, es geht über einen längeren Zeitraum. Und ja, damit möchte ich jetzt zum dritten Punkt kommen. Ja, und das ist das Thema Video. Es ist letztendlich so, ich kann ja mal ein paar Zahlen nennen. Also da, wo du zum Beispiel für den gleichen Begriff, also für eine gleiche Optimierung in der Google Ads, standardmäßig Text-Ads, die es schon seit 20 Jahren gibt oder länger, wo du da, sagen wir mal, 1, 2, 3 Euro nur für einen Klick bezahlen musst, nur dass ein Besucher auf deine Anzeige geklickt hat und dann auf deine Landingpage aufschlägt. Kann sein, dass der sofort wieder wegspringt, ja, aber nur dieser Klick kostet dich, sagen wir mal, 1 bis 3 Euro. Für das gleiche Thema, wenn du Video-Ads machst, ja, zahlst du teilweise nur ein Zehntel oder nur ein Zwanzigstel, ja, für einen Besucher. Ja. Wie das Ganze dann konvertiert und so weiter, ist dann wieder eine völlig andere Geschichte. Aber einfach nur mal, und warum ist es so? Weil natürlich Verhältnis proportional zu Text-Ads bis zu 20, 30, 40 Mal, je nachdem, in welcher Nische du unterwegs bist, 40 Mal weniger Leute irgendwas mit Video machen. Also weniger Offering. Die Nachfrage ist aber genau die gleiche. Wenn ich in Google eingebe, ich suche Softwareentwickler XY, ja, dann gebe ich das ja auch gleichzeitig in YouTube ein. Das verstehen auch manche nicht, dass es eine Einheit ist. Das ist ja miteinander verknüpft alles. Ja. Du kriegst dann teilweise deine Suchresultate sogar in der Textsuche, dann plötzlich poppt dein Video hoch, ja, vor allen anderen Textergebnissen und so weiter. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil ich bin jetzt auch wieder ein bisschen abgeschweift. Erstens, LinkedIn, völlig unterschätzte Plattform, aber gleichzeitig auch, Achtung, leider misshandelte Plattform, zunehmend misshandelte und, sagen wir mal, zugespammte Plattform, was wirklich schade ist, aufgrund dieser ganzen Massencoachings.
Dritter Punkt, Mindset. Also letztendlich sei einfach mutiger. Aber das kann man sich auch antrainieren. Geh aus deiner Komfortzone heraus. Ist leichter, ich weiß, ist leichter gesagt als getan. Ist aber eine reine Übungssache. Und das ist das Gute dabei. Das ist no magic. Es ist no magic. Es ist einfach nur jemanden, der dich da anschubst, sozusagen. Ja? Und also jemanden, ein Mentor, ein Coach. Ja? Die Aufgabe kann ich auch gerne für dich übernehmen. Und hol dir dazu einfach eine Trainingssession bei uns. Und dann mit der Zeit geht es in die Normalität über. Ne? Das ist einfach so, wenn du 50 Liegestützen machen willst und du startest mit 5. Ja? Bis du mal auf 10 bist, bis du mal auf 20 bist, das ist so ein Pain, so eine Anstrengung. Und irgendwann bist du auf 50 Liegestützen und du machst die, nebenbei trinkst du noch Kaffee. Ja? Und das ist genau das gleiche Prinzip. Ja? Und das dritte ist Video. Das Thema Video, schau dir einfach mal an, was es da alles dazu gibt. Eine massenhaft auch an Content da draußen, an Videokurse und so weiter, aber du kannst dich auch bei uns melden und wir pointen dann dich genau darauf hin, okay, was macht Sinn und was nicht, denn ich kann dir eins auch verraten, ja, man kann sich in dem Angebot an sagen wir mal, Kursen, Trainings, Schulungen und ja, extremst leicht verlieren. Und das, was du nicht willst, ist deine Zeit verschwenden, ja, indem du einfach irgendwo in irgendwelchen Red Holes dich eintauchst, ja, und dann einfach nicht mehr rauskommst, sondern eine halbe Stunde mit uns und dann können wir dir genau sagen, okay, das und das und das funktioniert gut, das und das und das funktioniert weniger gut, ja, für deine Nische, für deine Branche, für dein Angebot, ja, und schalte hier mal ein bisschen Werbung dazu und so weiter und so weiter. Okay, dann sehe ich dich auf der anderen Seite hoffentlich, hol dir bei uns einen Termin und ich wollte eigentlich das Video strukturierter machen, als ich es jetzt gemacht habe, aber ist egal, ich lade es trotzdem hoch, weil ich habe nicht viel Zeit. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Ich freue mich auf dich. Ciao.